Hallo Leute, hier ist Karl, der Landschaftsbauer, und heute zeige ich euch, wie ich dieses Wasserloch in einen 300 Quadratmeter Naturteich verwandle. In einem Teich sollte der Wasserstand über das Jahr möglichst konstant gehalten werden. Der Wasserstand der Grube hier schwankt je nach Wetter und Jahreszeit bis zu 1 Meter. Ab und zu füllt Regenwasser das Loch wieder auf, aber besonders in den warmen Sommermonaten ist nicht mehr viel Wasser drin. Die Situation hier ist wirklich unschön, da die Hauptblickachse des Grundstücks genau auf das Wasserloch trifft. Zur Minimierung der Wasserspiegelschwankungen schließe ich zunächst den nächsten Regenwassergraben an die Grube an. Dafür verwende ich 80 Meter 150er kg Rohre. Die Rohre werden mit Gefälle verlegt, damit das Regenwasser vom Graben in Richtung Teichgrube läuft. Ich wähle jedoch nur ein geringes Gefälle, damit das Wasser auch problemlos aus dem Teich zurück in den Graben fließen kann und der Teich nicht überläuft. Außerdem habe ich alle Dachrinnen des Hauses an das Rohr angeschlossen. Auf diese Weise wird anfallendes Regenwasser am effizientesten genutzt und der Teich wird bei Regen schnell aufgefüllt. Jetzt werden Bäume, Büsche und Gras im Bereich von 3 Metern um den Teich gefällt und beseitigt, damit die Kanten des Teichs nun neu modelliert werden können. Da keine Teichfolie verwendet wird und lediglich Regen und Grundwasser den Teich speist, wird es weiterhin geringe Wasserstandsschwankungen geben. Daher habe ich mich entschieden, eine steilere Uferkante herzustellen. Durch dieses steilere Ufer wird die Größe der Wasseroberfläche auch bei schwankendem Wasserstand nahezu gleich bleiben. Mit diesem knapp 2 Tonnen Minibagger habe ich dafür ca. einen Tag gebraucht. In der Mitte hat der Teich eine Tiefe von ca. 2 Metern, am Rand sind es jetzt ca. 40 cm. Ein Naturteich wie dieser funktioniert am besten bei Böden mit hohem Feinanteil wie Ton und Lehm, die für einen niedrigen Wasserdurchlässigkeitsbeiwert sorgen. Auch bei einem hohen Grundwasserspiegel ist diese Bauweise auf jeden Fall anwendbar. Natürliche Quellen oder Bäche auf dem Grundstück können für einen Naturteich ideal genutzt werden. Jetzt ist es an der Zeit, den Boden rund um den Teich zu planieren und Rasen einzusehen. Außerdem setze ich Wasserpflanzen aus umliegenden Gewässern in den neuen Teich. So kann man Geld sparen und gleichzeitig hat man heimische, ortstypische Pflanzen. Hierbei ist es wichtig, die Gewässer, aus denen man die Pflanzen verwendet, bitte nicht zu zerstören. Am besten nur kleine Pflanzen und Ausläufer mitnehmen, denn sie werden sich in ihrem neuen Lebensraum schnell verbreiten. Wenn Fische in den Teich gesetzt werden sollen, ist es wichtig zu warten, bis Pflanzen sich ausgebreitet haben und sich ein biologisches Gleichgewicht eingestellt hat. Außerdem sollten nicht zu viele Fische eingesetzt werden. Da es sich um einen Naturteich ohne Filter und Pumpen handelt, setze ich lediglich 10 Fische ein. Beim Füttern der Fische sollte man bedenken, dass die dadurch zugesetzten Nährstoffe vom Teich selbst abgebaut werden müssen. Bei zu vielen Nährstoffen kann es Probleme mit Algen geben und die Fische können leiden. Ich habe ein paar Steine und eine Baumwurzel mit Moos aus dem Wald an den Teich gelegt. Diese Verwendung von regionalen Materialien erzeugt einen natürlichen Charakter und sieht einfach gut aus. Bei der Deko ist weniger mehr, denn so wird der Effekt einer harmonischen Atmosphäre beibehalten. Bei diesem Teich handelt es sich um eine nahezu wartungsfreie Anlage. Im Herbst werden lediglich Pflanzen und Gras um den Teich abgemäht und das war's eigentlich. Ich hoffe, dieses Video war informativ und hilfreich. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Weitere Videos über Teiche, Bachläufe, Wasserfälle und andere Landschaftsbauthemen findet ihr auf meinem Kanal. Abonnieren nicht vergessen und viel Spaß bei eurem Projekt. Vielen Dank fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Karl, der Landschaftsbauer.